Wie heißt du und wo befindet sich dein Shop? Ich bin Stefano, mein Shop heißt Al Capone Barbershop und wir befinden uns jetzt gerade in Wülflingen, im Winterthur. Das ist die Filiale hier in Winterthur-Wülflingen, ne? Genau, und einmal in der City, im Einkaufszentrum Archhöfe. Was fasziniert dich am Beruf des Barbiers? Diese Freiheit, man kann so sein, wie man ist. Ich habe jetzt meinen Shop so gerichtet, wie ich ihn wollte, wie ich das schön finde, wie ich behandelt werden will. Da probiere ich immer wieder dran zu bleiben mit dem ganzen Team, dass wir noch perfekter werden, dass wir den Kunden noch mehr zufriedenstellen können. Bist du glücklich in deinem Beruf? Auf jeden Fall, ja. Besuchst du auch andere Barbershops, um dich weiterzubilden? Im Ausland mache ich das immer, das mache ich wirklich immer. Also jedes Mal, wenn du im Urlaub bist? Genau. Also mehrmals, wenn ich da bin, suche ich mir die besten Shops raus, gehe da vorbei. Was kostet bei dir ein Haarschnitt? Haarschnitt allein kostet 39. Was kostet bei dir ein Bartservice? 33. Und gibt es Kombipreise? Genau. Wir haben noch der erste Kombipaket ist bei 59. Genau, und dann haben wir noch weitere Pakete. Was zeichnet für dich einen guten Barbier aus? Da es noch nicht so lange her ist, dass die Männer hier in der Schweiz oder allgemein in Europa lange Bärte tragen, kennen die sich nicht so aus. Auch mit diesen altmodischen, neu gemachten Haarschnitten sich nicht auskennen, brauchen die wirklich jemanden, der sie richtig beraten kann. Und ich denke, das kann wirklich der Barber mit Leidenschaft kann das auch wirklich machen. Er hat die Produkte dazu, er hat das Werkzeug dazu, er hat alles. Bartpflege und alles, der hat auch, also nicht ohne Grund haben wir zum Teil 10 Maschinen an einem Platz. Eine gewisse Bindung soll da entstehen, da müssen nicht nur gute Haarschnitte entstehen, da müssen auch gute Gespräche, eine gute Freundschaft muss entstehen. Ich sag da, in dieser Hinsicht finde ich es halt sehr wichtig, dass einer eine Ausbildung gemacht hat. Mhm. Vor allem jetzt auf Friseur, weil er kennt das Haar, kennt den ganzen Aufbau, kann so den Kunden auch richtig beraten, oder? Mhm. Weil nicht jedes Haar akzeptiert jedes Produkt. Hast du Lieblingsprodukte für die Haare deiner Kunden? Ja, gibt es, aber probiere immer verschiedenes ein bisschen aus, je nach Kunde. Also ich sage nicht, das Produkt passt zu jedem Kunden. Also ich will wirklich individuell den Haarschnitt und das Produkt auf den Kunden abstimmen, eigentlich soll wie ein Maßanzug werden. Also, das ist mir wichtig. Und was halt ist, ich probiere immer wieder bessere Produkte zu finden. Dank dir. Gibt es Maschinen, auf die du nicht verzichten kannst? Drei Stück. Die Wall, die Magic Clip, steht gerade da hinten. Die Babyliss Skeleton. Und die Panasonic. Ist dir die Beziehung zu deinen Kunden wichtig? Auf jeden Fall. Ich höre das auch immer wieder. Kunden sagen immer, zuerst steht die Mama da, dann steht der Barber und dann die Frau. Tönt zwar ein bisschen böse, ist aber nicht böse gemeint, ist mehr so als Witz. Wie lange wartet man bei dir auf einen Termin? In der Regel wäre gut, wenn man 2 Wochen vorher anrufen tut. Aber es kann auch sein, dass spontan jemand ausfällt. Demher. Kann man so nie direkt sagen, aber sicher mal 2 Wochen voraus Termin buchen, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer bei mir jetzt. Warum lohnt sich ein Besuch bei dir? Weil wir das wirklich leben, weil wir unser Handwerk lieben und das auch richtig ausüben. Welchen Tipp würdest du Kunden geben, die noch nie bei einem Barbier waren? Einfach mal reinlaufen. Einfach mal. Auch wenn es einem wehtut im ersten Moment, einfach mal diesen Betrag zahlen. Wirklich einen guten Shop rauszufinden, den Betrag zahlen und mal schauen, wie es ist. Man muss wirklich mal diesen Schritt machen. Was wünschst du dir für deine Branche in der Zukunft? Eine Barberausbildung. Ich denke, da könnte man viele Jugendliche auch abholen, die das gerne erlernen möchten und nicht diesen Weg machen wollen wie über den Friseur, nur weil es diese Möglichkeit hat. Oder nicht, dass für den Jungen irgendwie eine Option ist, okay, ich mache gar keine Ausbildung, gehe direkt zum Barber. Ich sage für den Moment, es ist wirklich wichtig, dass man eine Ausbildung im Sack hat. Man weiß nie im Leben, was passiert.